Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute geht es so ein bisschen um Influencer-Events im Allgemeinen, aber auch konkret um das Influencer-Event, wo ich jetzt am Wochenende gerade war. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe jetzt auch als Pflege meine großartige Dalton-Pflege drunter, um mein Gesicht jetzt einfach schon quasi zu prime, ne? Und da gibt es jetzt gerade 20% Rabatt mit dem Code SUPERCLAUDI, also schau gerne dort mal vorbei, wenn du möchtest. Und auf die beiden Boxen von Mösi und Monique gibt es sogar 25% Rabatt. Und in Simones Box war auch tatsächlich diese BB-Cream drin. Die möchte ich jetzt mal ausprobieren. Also ich habe mich ja sonst immer so ein bisschen darum gescheut, um es mal so zu sagen, weil ich sagte, es gibt halt jetzt noch die Farbe Sand und es gibt nicht mehr meine Farbe. Vielleicht passt sie mir aber auch. Meine Mama hat aber auch schon Interesse daran angemeldet und die ist auch ein bisschen dunkler vom Teint her als ich. Wir gucken mal, vielleicht passt mir die Sand aber auch, ne? Also darauf könntet ihr theoretisch im Einzelnen halt auch sparen, wenn ihr möchtet. Und genau, ich möchte so ein bisschen ein kleines Recap machen. Wie war es am Wochenende? Also ist auch so ein bisschen Mini-Vlog-mäßig jetzt hier heute, ne? Dass ich euch da einfach mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen schauen lasse. Wie ist es abgelaufen und was ist da alles so passiert und was durften wir alles erleben? Und worum ging es eigentlich? Ich glaube, das ist auch noch so eine ganz interessante Sache. Achso, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, ich habe mich mega auf das Event gefreut, weil ich dort halt auch alte Bekannte treffen durfte. Das heißt, Melli war ja auch mit dabei vom Kanal Mello Flori und die großartige Amelie von Amelie with Love. Und das sind einfach auch Herzensmenschen. Das sind einfach Menschen, mit denen ich ja auch schon sehr, sehr viel gereist bin, wo ich auch schon viel miterlebt habe. Wir schreiben aber auch privat sehr viel, tauschen uns aus und ja, Melli und ich, wir wohnen ja auch sehr nah beieinander, also wir haben uns auch öfter schon mal getroffen und tatsächlich sehe ich die beiden auch, oh mein Gott, die ist echt ein bisschen dunkel, ne? Dieses Jahr nochmal wieder, denn da findet noch ein YouTuber-Dalton-Event statt, denn das Event, wo wir jetzt am Wochenende waren, war mehr eigentlich durch Monique und Mösi ins Leben gerufen worden. Also auch von denen geplant worden und so weiter. Dementsprechend war das kein klassisches Dalton-Spa-Event. Da waren auch ganz, ganz viele andere Influencer mit, die mehr so Richtung Instagram oder TikTok unterwegs sind und mehr so im Bereich Comedy unterwegs sind, ne? Aber ich liebe diese BB-Cream, aber leider halt nicht in dieser Farbe. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, meiner Mama wird es mega gefallen. Der gebe ich dir gleich mal mit. Die ist nämlich gerade mit Julius unten draußen am Spielen. Im Hochsommer könnte die mir passen, aber so ist es halt echt nicht meine Farbe, ne? Da muss ich ein bisschen gleich nachhelfen, dass es auch mit meinem kompletten Körper übereinstimmt. Heißt, ich mische mir die einfach mal mit der House Labs Foundation in 015 Fair Warm. Das ist so die hellste, die ich eigentlich so habe. Genau, also ich habe mich, wie gesagt, sehr wohl gefühlt. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, aber es war halt so kein klassisches Event, wo ich sage, okay, da kannst du jetzt auch mega krass mit vloggen oder sowas, ne? Deswegen habe ich jetzt eher so ein paar Schnipsel für euch, denn es ist tatsächlich bei mir aktuell so, dass ich eigentlich nur am Arbeiten bin und was soll ich euch denn da noch sonst für Content mit reingeben? Ich sitze dann halt irgendwie entweder hier vor der Kamera und würde mich dann nochmal mit vloggen oder ich sitze unten am Laptop und schneide die Videos, also da ist aktuell nicht so viel zu holen oder halt, dass ich die Zeit, die ich habe, privat mit meiner Familie nutze, denn jetzt aktuell hat mein Freund auch gerade ein bisschen Urlaub, da können wir dann auch mal ein bisschen was zusammen machen, ne? Ah, das ist doch besser. Schön gemischt. Ich glaube, wenn ich die behalten würde, was ich mir vorstellen könnte, würde ich mir die auch immer mit dieser House Labs mischen, weil die harmonieren sehr, sehr gut zusammen und die House Labs gibt nochmal ein bisschen mehr Deckkraft und die ist natürlich super hell, ne? Das ist so richtig alpiner Weiß, aber im Winter vollkommen meine Farbe und ihr seht es auch, ne? Wie sich das so im Gesicht entwickelt. Was ich halt auch richtig schön finde, ist, dass wenn man halt auf manche Events fährt und das sagte meine Mama auch eben zu mir, dass sie das immer so schön findet, wenn ich halt auch von Kollegen spreche, wenn ich von Freunden spreche. Für mich ist es immer so ein bisschen dieses Ankommen und ich weiß schon, wer da ist und man kennt sich, man nimmt sich direkt in die Arme, man freut sich aufeinander, man schreibt im Vorfeld, man schreibt im Nachhinein. Und zum Beispiel Millie und ich waren ja auch zusammen auf einem Zimmer und sowas machst du ja nicht mit jeder Person so, ne? Also das ist halt auch wirklich ein Mensch, die mir sehr nahe steht und ja, da habe ich dann auch nichts drum bei, wenn die dann auch mit mir auf einem Zimmer ist und quasi wir uns gegenseitig im Schlaf beobachten könnten, ne? Was ein bisschen creepy sich anhört, aber ist ja tatsächlich so, ne? Das ist ja schon ein relativ privater Moment.
Und das ist auch etwas, was ich total abgefahren finde und was sich ja auch eigentlich erst durch diese ganzen Influencer-Events und so entwickelt, ne? Und ja, deswegen, das finde ich einfach aufregend und ich liebe es von Herzen, dass Dalton halt auch einfach die Menschen zusammengebracht hat, weil so kann man das wirklich auch ganz gut zusammenfassen, was Dalton auch mit den Menschen macht, also mit den Content-Creatern, Instagrammern, wie auch immer man das so dann berufsmäßig nennen möchte. Und das füllt mein Herz wirklich mit sehr viel Freude. Es macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich habe jetzt den falschen Concealer verwendet. Ach, egal. Das ist nämlich der, den ich jetzt aktuell immer in Anwendung habe. Eigentlich wollte ich einen neuen verwenden. Das mache ich dann ein anderes Mal. Da dumm. Und ja. Und deswegen bin ich da auch immer sehr dankbar und immer sehr, sehr froh, wenn Dalton einlädt, weil man halt weiß, was einen so erwartet. Ich habe natürlich super viel vorarbeiten müssen und hatte dementsprechend auch etwas mehr Stress oder so, ne? Weil ich meine, ihr habt es ja auch selber mitbekommen, ich habe sehr viel Content trotzdem rausgehauen und habe auch dann, als wir auf dem Hotel waren, geschnitten. Ich habe auf der Fahrt hin und zurück geschnitten und habe dann auch das Glück gehabt, dass meine Cutterin dann auch an dem Wochenende wirklich Kapazität und frei hatte, mir dann etwas mehr unter die Arme zu greifen als sonst. Und das war schon sehr, sehr geil, ne? Also hat mich sehr, sehr happy gemacht. Und das Event selber war einfach nur schön anders. Es war tatsächlich laut, ja, das ist mal ein bisschen was anderes für mich gewesen. Aber es war schon sehr schön. Achso, hier habe ich jetzt den Nail Liquid Bronze in der Farbe B154. Kann ich euch so sehr ans Herz legen. Der ist wirklich, wirklich toll. Ein ganz toller Bronzer in einem sehr, sehr schönen Ton. Also mega Empfehlung, wenn ihr möchtet. Ich habe hier gar kein Tuch. Die ist natürlich auch in der Infobox verlinkt, ne? Genau, also wir waren halt in einer Turmbar. Das war einfach mal was ganz, ganz anderes. Und da hat man dann auch direkt gemerkt, okay, hier geht es jetzt nicht um ein Beauty-Event im klassischen Sinne, wie Dalton die ja sonst gerne auch mal veranstaltet. Es gab leckeres Essen, es gab leckeres Trinken, es gab sehr viel zu lachen, sehr viele tolle Gespräche, viele Menschen, die ich getroffen habe, die einfach auch so, so nett waren. Und weiß ich nicht, man ist sich halt direkt so offen begegnet. Und es waren halt einfach viele Menschen, die sehr viel gelacht haben. Und als der Launch dann auch stattgefunden hat, wo dann auch die Boxen präsentiert wurden, war das natürlich alles auf einer sehr lustigen Art und Weise, dass dann auch alles etwas schneller ging und so weiter. Wir haben dann auch so ein Escape Room Spiel quasi gehabt, was ich anfangs noch nicht so ganz geblickt hatte, aber im Laufe der Zeit kam es dann irgendwie immer mehr und am Ende habe ich dann immer noch nicht so ganz verstanden, was da los war, aber irgendwie war es super witzig und ja, also ich habe mich gefreut, mit dabei zu sein. Ich habe mich gefreut, auch viele Menschen kennenlernen zu dürfen, die einfach so, weiß ich nicht, einen zum Lachen bringen und einfach präsent sind. Also das finde ich auch immer so abgefahren, wenn man dann die Leute dann auch so trifft, wie die dann auch so wirken, ne? Also ich fand es schon ziemlich cool. Und manchmal habe ich mich dann auch gefragt, okay, ich bin ja nicht so krass unterwegs auf Instagram oder TikTok, ne? Das Gesicht hast du schon mal irgendwo gesehen, aber keine Ahnung, ne, wer genau das ist. Und andere sagten dann, oh mein Gott, das ist der und der oder die und die und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und das finde ich immer so cool eigentlich, wenn man dann auch mit den Menschen so zusammensteht und sie einfach vollkommen normal sind und alles ist eigentlich super entspannt und man hat eigentlich nur ein schönes Beisammensein, ne? Weil so war es tatsächlich auch. Und was ich halt auch total genossen habe, da sind wir auch mit Laura, die kann ich euch auch mal verlinken, die ist eine Instagrammerin, mit der bin ich ja auch super viel so bei Dalton-Events immer unterwegs. Eine ganz wundervolle Person. Die hat sich dann auch eingehakt bei Amelie, Melli und mir. Und dann sind wir nach dem Event in die Hotelbar gegangen und haben uns erstmal aufentspannt einen Rooibos-Tee reingezogen. Das ist so geil. Saßen wir da, haben dann noch irgendwie eine Stunde gequatscht oder so und haben uns da einen Tee getrunken und sind dann ganz brav irgendwann auf unser Zimmer gegangen und ja, haben dann noch, also Melli und ich haben dann noch derbe gequatscht und ich glaube, ich habe sie irgendwann in den Schlaf gequatscht. So, es war schon ziemlich süß, ne? Also definitiv war das für mich ein schönes Event, um halt Menschen zu treffen, um sich zu connecten und so. Aber es war halt jetzt nicht irgendwie, dass man groß die Produkte so groß vorgestellt hat oder da groß drüber geredet hat. Das ist halt so, dass die Produkte, die in der Box drin enthalten sind, für uns ja auch weitestgehend bekannt waren. Also es ist jetzt so noch keine Neuheit drin gewesen.
Es ist wohl so, und das habe ich dann auch erfahren auf dem Event, dass es auch gerade parallelen Launch gab zu einem Lippenöl. Das ist dieses hier. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ihr könnt euch das gerne mal anschauen, wenn ihr möchtet. Denn darauf gilt natürlich dann auch mein Code SUPERCLAUDI für 20% Rabatt. Ne? Es waren dann wirklich nur 24 Stunden, die man dann so verbracht hat in Hamburg, beziehungsweise inklusive An- und Abreise. Ne? Das war echt heftig. Der Elbtunnel war gesperrt, Leute. Es sind halt, ne, wenn man mit gewissen Leuten reist, dann Mösi, das ist unglaublich. Also eigentlich heißt sie ja Simone, aber Mösi ist dafür bekannt, dass wenn sie irgendwo hinreist, dass da irgendwas schief geht. Und so war es halt auch einfach dieses Mal, denn der Elbtunnel war gesperrt und dementsprechend war alles ein bisschen verrückt. Ich bin da manchmal so ein bisschen lost und versuche mich dann immer an dem festzuklammern, was ich mir irgendwie vorher so angelesen habe an Infos. Aber es war schon ziemlich crazy. Aber es war für mich auf jeden Fall ein lohnenswertes Event, wo ich meinen Spaß hatte, wo ich tolle Leute getroffen habe, wo ich Freunde getroffen habe und wo man sich halt auch einfach ein bisschen so austauschen konnte, was so geht. Ne? Dennoch freue ich mich sehr auf Ende November ist das, glaube ich. Ne? Genau, da haben wir dann quasi so eine kleine Mini-Weihnachtsfeier mehr oder weniger und so einen kleinen Jahresabschluss. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da treffe ich auch ganz viele, die ich so noch nie getroffen habe in Persona. Also mit denen habe ich viel Kontakt, wie zum Beispiel Steffi Loves Beauty oder Natalie Nord Beauty. Ne? Mit denen habe ich schon viel geschrieben, viel Austausch gehabt, viel Sprachnachrichten getauscht, auch privat. Aber halt nie so in Persona getroffen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr crazy. Ja, und ich mache mir jetzt gerade ein bisschen mein loses Puder hier in den Deckel rein. Das brauche ich ja immer so ein bisschen für, um meine Augen drumherum. Nehme ich meinen kleinen Jacomop. Und ja, also für mich war es auf jeden Fall eine wilde Zeit. Und ich hatte halt auch leider, und das war echt so eine, das war wirklich schade. Ich habe direkt vor dem Event, an dem Tag vorher war das, glaube ich, ne, habe ich meine Tage gekriegt und ich hatte Schmerzen. Ich habe dann auch meinen Periodengurt da mitgenommen. Den habe ich ja, ich nenne den ja immer Timmy Toppy, aber der heißt, glaube ich, Toasty Tummy. Kriegt ihr bei Purish, da könnt ihr, glaube ich, gerade auch mit Claudies Welt 15% drauf sparen. Das ist jetzt gerade im, was haben wir für einen Monat, genau, im Oktober eine Aktion, die wir haben. Und genau, dass ihr dann quasi auf meine Favoriten diese 15% bekommt und auf alles von Color Cosmetics, weil wir hatten ja auch ein Video zusammen. Ich verwende jetzt hier eine neue Powder Foundation, das ist eigentlich ein Puder, ne? Hier von Natasha, das High Glam Powder Foundation Produkt in RN1. Auch wenn mir meine Base richtig gut gefällt, ich muss die ein bisschen abpudern, um halt auch so ein bisschen die Haltbarkeit zu erhöhen, ne? Genau, ich bin quasi mit Schmerzen angereist und ich hatte wirklich Bauchschmerzen, das muss ich wirklich sagen. Und das hat sich aber, je näher ich nach Hamburg kam, je mehr ich die Leute getroffen habe, die einfach auch Herzensmenschen für mich sind, desto weniger tat mein Bauch weh. Das war wirklich, wirklich so krass irgendwie auch zu merken, wie mein Körper dann auch so reagiert, ne? Weil ich hatte wirklich viel Stress. Ich habe teilweise dann nur 4 Stunden nachts geschlafen, bin dann um 5 ins Bett und so weiter. Also es war wirklich eine wilde Zeit vorher und aber es gibt halt wenig andere Firmen, für die ich das auch so in dem Umfang reißen würde, als halt für Dalton. Ne? Also da wusste ich halt, okay, es ist ein cooles Event, es werden coole Leute kommen, ich freue mich da so dermaßen drauf. Also gib Gas, Claudi, du schaffst das. Und Nicole, ne, Chiquitas Place, hat mir dann auch immer wieder gesagt, Claudi, mach langsam. Ne? Also wir achten ja so sehr aufeinander, das ist so cool. Und dann hat man immer wieder sich ausgetauscht und ne, sich halt auch gegenseitig supportet und so. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich auch wirklich dieses Jahr enorm dankbar, dass Nicole und ich das so entschieden hatten. Auf Kreta war das, glaube ich, dass wir das so gesagt hatten, dass wir zusammen halt das mit den Adventskalendern dieses Jahr so machen. Und das ist so motivierend füreinander, finde ich persönlich. Also wir ziehen uns beide immer wieder weiter und wenn irgendwie gerade was schief läuft oder so, wir achten halt aufeinander. Ne? Wir passen auf, dass halt alles so läuft. Wenn man sieht, okay, irgendwas stimmt da nicht, das Video ist nicht online oder da ist das falsche Video online oder irgendwas stimmt da in dem Titel, im Thumbnail nicht, wie auch immer, ne? Dann schreiben wir uns gegenseitig, dass man da halt auch entsprechend was ändern kann. Und ja, wir gucken halt, ne, dass alles so füreinander so auch läuft. Immer so innerhalb der Kapazitäten, die man so jeweils hat. Oder wir telefonieren nachts oder sonst irgendwas. Das ist wirklich so crazy. Und meine Base sieht so fantastisch aus. Oh mein Gott.
Ich liebe es gerade total. Wow. Das bekommt ihr übrigens bei Lookfantastic und könnt damit Claudi Welt drauf sparen. Die haben, glaube ich, relativ viel von Natascha gerade im Angebot, ne? Und deswegen, ich bin einfach dankbar dafür, dass das alles gerade so läuft, wie es läuft und dass wir uns hier alle so entwickeln. Leute, also erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt neu mit dabei sind. Es ist so cool, wie wir hier wachsen, wie das Ganze sich hier so entwickelt und dass es so viele Menschen gibt, die einfach Lust haben, an meiner Passion teilzuhaben und das motiviert mich, das macht Spaß und es zeigt mir halt, dass es irgendwie genau das ist, was richtig ist und was ich jetzt auch aktuell machen sollte, ne? Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist unglaublich. Also ja, da bin ich wirklich sehr, sehr ehrfürchtig und auch mega dankbar für, weil das ist alles hier nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und ja, ich folge meiner Mission nach wie vor, damit jeder von euch dann am Ende der Zeit dann auch entsprechend den perfekten Adventskalender hat und hoffentlich auch bleibt, um dann einfach mitzuverfolgen, welche Produkte sich lohnen, zum Beispiel welche Beauty-Produkte oder so, ne? Vielleicht auch, dass ich so ein gewisses Fachwissen weitergeben kann, was sich dann halt auch durch Kooperation bei mir entwickelt, zum Beispiel mit Skincare oder so, ne? Also ja, richtig schön, dass ihr hier seid. Es ist alles so unglaublich für mich und ich genieße es von Herzen, bin ich ehrlich. Und ja, genau, das ist auch etwas, was du immer wieder dann auch auf diesen Events merkst. Denn die Leute, die dort sind, ich glaube, keiner von denen sieht das, was er oder sie zu dem Zeitpunkt erleben darf, als selbstverständlich an. Alle sind einfach so dankbar und so überwältigt dann auch immer wieder von dem, was immer so um sie herum passiert. Das merkst oder das hörst du auch immer wieder von den Leuten und das finde ich auch so crazy, dass alle das auch so empfinden und keiner das als selbstverständlich ansieht oder als, dass einem das so zusteht. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist wirklich total heftig und schön auch zu erleben und zu bemerken, dass es so vielen so geht und auch welchen, die einfach so groß sind, um das mal so zu sagen, ne? Weil das siehst du den Menschen halt, wenn du mit denen so zusammenstehst, nicht direkt an, ne? Das sind halt einfach ganz normale Menschen und ja, die sind einfach herzlich, die sind nett, die haben einfach eine gewisse Kreativität, die sie dann auf Social Media ausleben und einfach auch dankbar dafür sind, dass sie das eben so zu ihrem Job machen durften oder halt eben zu ihrem Hobby so, ne? Dass Leute denen dabei folgen und das interessant finden, was sie machen. Und das finde ich auch immer so schön zu erleben, dass du da halt nicht so diese crazy Leute hast, die das alles als selbstverständlich ansehen und so. Natürlich macht der ein oder andere eine gewisse Show, ne, vor der Kamera. Das macht man halt. Das mache ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Instagram oder TikTok einen auf Claudi Runzel mache und da halt auch so ein kleines lustiges Filmchen für euch drehe oder so, ne? Das ist okay, finde ich. Das darf auch mal so sein. Und letztendlich ist man aber ein total normaler Mensch, ne? Ich habe jetzt hier einen Highlighter aus der Limited Edition von Catrice noch. Der ist relativ glitzerig, aber ich glaube, das geht klar. Und ich habe es wirklich super krass genossen, diesen kreativen Flow auch wieder zu bekommen. Also, dass man halt sich auch austauscht und dass man miteinander spricht. Und halt auch in dem Sinne ist es dann ja auch so bereichsübergreifend. Ich finde es immer so, dass ich, oder ich empfinde das immer so, ich finde das nicht, ich empfinde das so, dass im Prinzip dieses ganze YouTube und Social Media Gedönsen wie eine riesige Firma im Prinzip zu sehen ist. Also man hat Kollegen aus der in Anführungsstrichen gleichen Abteilung, also die quasi ähnlichen Content machen. Man hat Kollegen aus anderen Abteilungen, ne, die dann halt ein bisschen anderen Content machen. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, wie vielfältig diese ganze Sache ist. Und sei es Travel-Content, sei es Lifestyle-Content oder sonst irgendwas. Das finde ich immer super interessant, auch mitzuerleben, wie da so aktuell die Phasen sind, wie es gerade so läuft und ja, was da gerade so angesagt ist. Und deswegen, ja, sind solche Events halt auch immer ganz interessant. Und deswegen hat sich das jetzt auch so ein bisschen angefühlt wie, keine Ahnung, so eine kleine abteilungsübergreifende Olympiade quasi, weil man ja auch diese Escape Room Geschichte mit dabei hatte, was ich fand es total überfordernd, aber ich fand es mega witzig irgendwie, wie die ganzen Leute dann so wild durcheinander gerannt sind und irgendwelche Sachen gesucht haben. Und am Ende stellte sich halt einfach raus, man hätte besser in irgendwelche Umschläge gucken müssen, weil da halt auch immer Hinweise drin waren, wer
Wir haben es einfach überhaupt nicht gecheckt. Aber wir waren super im Puzzeln, das kann man nicht anders sagen, da waren wir sehr schnell. Aber im Hinweise finden waren wir nicht ganz so schnell. Also es war definitiv ein ziemlich abgefahrenes Event, ne, was ich halt so auf diese Art und Weise echt noch nicht erlebt habe. Aber es passte halt sehr, sehr gut zu den beiden Ulkennudeln. Das war wirklich, also dass es allein schon anfing, okay, sie stellen die beiden Boxen vor, da habe ich mir gedacht, das bleibt nicht dabei. Irgendwas planen die beiden doch noch. Und genau so hatte sich das dann ja auch entwickelt und ich fand es schon sehr passend, sehr witzig und habe dann auch nachher verstanden, weswegen uns gesagt wurde, dass man am besten flache Schuhe anzieht und keine hohen Schuhe. Das Ganze war wirklich schnell. Aber es hat Spaß gemacht und man hatte so seinen kleinen Workout mit dabei und ja, hat dann dementsprechend natürlich auch die Tischgruppen, die genauso wie sie zusammengestellt wurden, die wurden ja wirklich mit Sinn und Zweck so zusammengestellt. Also du hattest ja wirklich immer alles irgendwie gemischt, ne? Dass man da wirklich auch unterschiedliche Leute zusammensitzen hatte, die sich teilweise kannten, teilweise nicht. Und so haben sich die Leute auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Das war echt süß gemacht, muss ich sagen. Und ja, also so bin ich auch den Menschen, ich meine gut, ich kannte ja Tina und Melli schon vorher, aber so bin ich Birte zum Beispiel auch sehr nahe gekommen, das fand ich echt cool, sowohl körperlich als auch mental. Schade war wirklich, dass auch ja, versucht wurde, ein Live zu machen, aber dadurch, dass dann ja auch diese ganzen ja, Content-Creator da waren, die dann auch das ganze Internet da angezapft haben, die Internetverbindung natürlich die ganze Zeit abgebrochen ist, sodass die Übertragung halt auch immer wieder abgebrochen ist. Und ja, das war halt wirklich schade, das habe ich auch gelesen. Und was ich auch schade fand, waren im Vorfeld zum Beispiel die ganzen Kommentare, als überhaupt das Event angekündigt wurde, ne, dass da halt dann auch direkt geschrieben wurde, ja, ja, halt negative Stimmen, ne? Dass man halt sagte, Mensch, finden die Menschen nicht gut und so weiter. Ich versuche das Ganze ja immer so ein bisschen auch zu erklären, dass alle auch irgendwie so ein bisschen mitgenommen werden, abgeholt werden, dass man das halt vielleicht auch ein bisschen versucht, wirtschaftlich zu erklären. Unterm Strich ist es so, dass wenn eine Firma Influencer mitnimmt oder Influencer einlädt zu einem Event, um dort halt etwas zu machen, dass das für euch das Positivste sein kann, was eine Firma machen kann. Denn das ist die günstigste Werbung, die eine Firma bekommen kann. Ne? Also die Menschen, die dort waren, haben kein Geld dafür bekommen, dass sie da waren. Wir haben zwar die Anreise und auch die Unterbringung bezahlt bekommen, aber man darf nicht vergessen, würde man davon ein Werbeevent machen, wo dann auch entsprechend Werbefotos gemacht werden, Models gebucht werden und so weiter, hättest du viel, viel, viel höhere Kosten. Das muss man sich mal reinziehen. Für einen Influencer zahlst du ja im Prinzip die Unterbringung und die Hinholung. Ne? Das sind nicht viele Euros, wirklich nicht. Also die da, das wurde ja auch wirklich alles oder wird grundsätzlich sehr wirtschaftlich geplant, dass dann halt auch nicht die Werbekosten zu hoch sind. Dann hast du ja wirklich eine Person da sitzen, die ja direkt quasi die Zielgruppe anspricht, die ja quasi dann auch die Firma sucht. Ne? Also dafür sind die Influencer, die Content Creator ja eigentlich da. Und dann hast du aber in einer Person, du hast das Model, du hast den Kameramann, du hast den Ton, du hast den Schnitt, du hast wirklich alles Mögliche, alles in einer Person drin. Du hast das Make-up, du hast die Kleidung, du hast alles. Ne? Und das ist halt die eine Person, die da ist. Und nicht ein komplettes Team, für das du Tausende von Euros bezahlen musst. Du hast dann auch diese einzelne Person wirklich nur für diesen einen Tag oder wenn es über irgendwie ein Wochenende ist oder so, für die jeweiligen Tage. Aber das ist ja wirklich dann auch dafür da, damit diese Person auch den ganzen Zeitraum über Content produziert und entsprechend dann ja auch das Werbegesicht ist. Und diese Person dreht dann ja das Video entsprechend, ne, und promotet die Marke, erzählt was zu den Produkten und so weiter. Jetzt verwende ich hier von Natasha Denona die I Need a Warm Palette. Das ist jetzt die ganz, ganz neue und die konnte ich irgendwie für 50 oder 55 Euro bei Lookfantastic ergattern. Wie gesagt, Claudi Welt, gönnt euch hart. Und diese Menschen habt ihr alle in einer Person drin. Das heißt, das ist einmal für die Firma schneller, weil die ja quasi, vor allem die ganzen Instagrammer, die konnten das ja quasi direkt dann auch posten oder halt auch direkt ein, zwei Tage später, ne? Und dann hast du das schon mal direkt und du musst nicht irgendwelche Werbezeiten buchen bei, keine Ahnung, beim Fernsehen oder hier diese Slots bei YouTube oder sonst irgendwas, ne? Und es ist halt wirklich die Werbung der Zukunft und das machen jetzt immer mehr Firmen, das merke ich auch, dass mich jetzt ja zum Beispiel auch Firmen anschreiben,
die vorher nie im Social-Media-Bereich so groß unterwegs waren, aber jetzt quasi auch versuchen, in diese ganze Welt reinzukommen, weil die auch realisiert haben, alles klar, hier kannst du wirklich auf die günstigste Art und Weise Werbung machen und auch vor allem zielgruppengerichtete Werbung. Und ich habe ja selber 10 Jahre im Bereich Vertrieb und Marketing gearbeitet und ich kenne die Zahlen, da zahlst du, wenn du wirklich auch irgendwie eine Messe planst oder wenn du, keine Ahnung, Event planst oder wenn du, ja nicht ein Event, sondern halt quasi ein Werbe-Event, ne, wo dann auch quasi die Werbung gemacht wird. Du zahlst da richtig Kohle für Leute. Das sind 6-stellige Beträge. Und für so einen Influencer zahlst du ja im Prinzip gar nichts, außer, dass du vielleicht eine Provision zahlst oder so, ne, ist ja zum Beispiel bei Dalton der Fall, dass wenn ihr dann meinen Code verwendet, dass ich dafür eine Provision, eine Umsatzbeteiligung bekomme, was aber auch heißt, es ist eine Umsatzbeteiligung, das heißt, der Umsatz an und für sich ist ja trotzdem deutlich höher als das, was denn ja der, ne, also du wirst als Firma dann halt einfach nie ein Minusgeschäft machen und deswegen ist es halt auch für euch die beste Art und Weise, dass wenn ihr seht, alles klar, die Influencer sind da auf den Events und so weiter, das ist für euch deutlich günstiger, als wenn die da irgendwie eine Werbekampagne schieben würden. Nur mal so am Rande, wobei eigentlich doch sehr, sehr wichtig und sehr deutlich darauf hingewiesen, jetzt habe ich gerade Mellow verwenden, jetzt verwendet jetzt nämlich SoftSpot, ne? Und ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich möchte das gerne immer wieder und immer wieder erklären, weil ich das einfach sehr wichtig finde und immer wieder auch diese Kommentare lese. Und ich es einfach für wichtig befinde, dass man da halt ein bisschen was zu erklärt und ein bisschen was zu sagt, dass man einfach weiß, okay, letztendlich ist das für euch besser, wenn Influencer dafür Werbung machen und vor allem, wenn die Firmen dann auch Influencer buchen, die ehrlich sind. Also, ne, das ist halt auch super wichtig, dass man da jetzt nicht irgendwie jemanden bucht, richtig viel Kohle in den Hintern bläst, halt genauso wie wenn man halt ein Model buchen würde, sondern es sollte halt schon jemand sein, der wie so eine Art Markenbotschafter dann ja auch quasi agiert. Und ich finde, das macht Dalton wirklich sehr, sehr gut. Also die haben jetzt nicht viele wechselnde Influencer. Natürlich kommen immer wieder auch welche hinzu, dass dann auch geguckt wird, passt das vielleicht dort auch ganz gut, weil natürlich möchte auch die Marke entsprechend wachsen, ne? Macht vollkommen Sinn, muss man wirklich sagen. Wobei wir hier ja auch eine Institutskosmetik haben, die ja wirklich auch schon sehr, sehr stark am Markt etabliert ist und das eigentlich ja noch so als Add-on machen kann, damit man halt zum Beispiel sagt, okay, je mehr halt dann auch klar verkauft wird, desto besser hat man Defektskostendegression, desto günstiger kann man letztendlich dann auch die Produkte produzieren lassen, gegebenenfalls dann sogar auch anbieten, dass man dann halt auch irgendwie um Preiserhöhungen drumherum kommt. Das ist vielleicht halt auch nochmal so eine Sache, die man sich vielleicht so ein Stück weit vor Augen halten sollte, ne? Also bei mir ist es halt so, dass ich viele Dinge auch natürlich mit dem Herzen betrachte und auch sehr emotional dabei bin und das dann auch bei Events von zum Beispiel Dalton oder anderen Firmen, ne, dann auch so für mich emotional aufnehme. Andererseits halt dann aber auch natürlich von der wirtschaftlichen Seite, sodass ich da dann auch so ein bisschen verstehe, warum machen die Firmen das so und so weiter und so fort. Und das versuche ich natürlich auch gerne euch mit an die Hand zu geben, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Verständnis halt bekommt. Warum machen Firmen Influencer-Events? Warum gibt es Firmen, die halt so krass viel versuchen, auf den Markt zu kommen und so weiter, ne? Und also da muss ich wirklich auch Dalton sehr, sehr viel loben, dass sie das halt so machen, wie sie es machen. Das sage ich denen auch immer wieder selber. Denn die machen das auf eine sehr charmante Art und Weise und eine sehr kluge Art und Weise, ne? Das heißt, die machen das nicht zu exzessiv und suchen sich halt wirklich auch die Leute entsprechend aus, die dann auch die Produkte erklären und bewerben und schulen diese Leute, aber sie schulen sie nicht in einem Frontalunterricht oder so, sondern total unterschwellig und sie lassen halt den Leuten komplett freie Hand, sodass man da wirklich auch ja ehrlich reagieren kann, weil du kannst nicht jedes Produkt von einer Firma total toll finden. Ich finde auch nicht jede Palette von Natasha Denona super oder jede Foundation von House Labs oder keine Ahnung, die haben nur eine, ne? So halt. Aber im Großen und Ganzen, du kannst nicht alles toll finden. Das ist ja utopisch. Und das ist etwas, was Dalton halt auch verstanden hat, weswegen die dann auch gesagt haben, okay, wir wollen das gar nicht, dass ihr jetzt irgendwelche ellenlangen Briefings habt oder so, wo wir euch vorgeben, was ihr zu sagen habt, denn das gibt es durchaus, ne?
Klar kommt das manchmal so rüber, als hätte man sich vielleicht ein Stück weit abgesprochen oder so, dass dann ähnliche Sachen vielleicht gesagt werden, zum Beispiel von Melli und von mir oder so, einfach weil wir viel so mal miteinander geredet haben, uns ausgetauscht haben und einfach eine ähnliche Meinung dazu haben. Aber es ist nicht so, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein Briefing, eine Vorgabe von Dalton bekommen. Das ist so klug, das macht zum Beispiel Purish auch nicht. Also da hast du komplett freie Hand und das finde ich immer sehr begrüßenswert, weil das ist eigentlich das, was diese ganze Geschichte von Influencer-Marketing ausmacht. Das haben viele Firmen nicht verstanden. Die schicken wirklich seitenlange Briefings, wo du am besten in 2 Minuten 30 Seiten vorlesen sollst. Und wenn du es nicht schaffst, musst du es halt einblenden. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon sehr häufig mitbekommen. Dass dann hier überall um mich herum Text stand und so weiter. Das liegt halt einfach am Briefing, ne? Dass die Firma für sich entschieden hat, nee, wir wollen, dass das alles irgendwie erwähnt wird. Aber ich meine, ich schminke mich und ich rappe hier nicht. Ich rede zwar viel, ich rede manchmal auch etwas schnell, sagt mein Freund. Aber ich möchte hier jetzt nicht irgendwie euch zuballern. Also das sage ich auch immer den Firmen, dass ich persönlich halt auch finde, dass ich immer sehr viele Informationen mitgebe. Aber ich möchte halt nicht, dass ihr nachher mit einer rauchenden Rübe hier quasi aus dem Video rausgeht und sagt, oh mein Gott, also das war mir ein bisschen zu viel. Meine Einstellung ist eigentlich, dass ihr in meinen Videos so ein bisschen abschalten könnt, euch berieseln lassen könnt, vielleicht das ein oder andere mit an die Hand gegeben bekommt, aber jetzt nicht irgendwie bam, 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 das, 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 ne? Dafür mache ich dann separate Videos, wo ich euch Wirkstoffe vorstelle, wo ich was über diese ganzen chemischen Peelings oder so sage. Das sind dann halt so diese thematischen Videos, wo ich dann halt nochmal ganz intensiv drauf eingehe und das dann, habt ihr auch mitbekommen, immer wieder verlinke, immer wieder darauf hinweisen kann, bis irgendwann mal sich natürlich irgendwas ändert vielleicht, sodass dann halt Erkenntnisse anders sind oder die Forschung sich anders entwickelt oder so, ne? Dann kann man solche Videos halt nochmal machen. Aber im Großen und Ganzen sind das ja immer wieder Dauerbrenner, die dann auch immer wieder, die ich dann auch immer wieder an meine Freunde zum Beispiel gebe, an meine Familie gebe, dass man da einfach auch informativ was machen kann. Weil das sehe ich ja auch ein bisschen als meine Aufgabe hier, dass ich hier euch zum einen so ein bisschen animiere, kreativ zu werden, was auszuprobieren und so weiter, aber gleichzeitig halt auch diese informative Schiene mit dabei habe, weil ich das halt auch super interessant finde. Und man sollte auf seinem Kanal auch immer genau den Content machen, den man selber gucken würde. Natürlich zuschauerorientiert, aber ne, ich kann euch nur das zeigen und nur das ans Herz legen, was ich selber am Herz liegen habe und was ich selber sehen will. Alles andere ergibt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ne? Der Ton ist wunderschön und die Palette gefällt mir, wie so oft, halt auch sehr gerne. Und wenn man so eine Basic-Palette möchte, ist die, glaube ich, echt gut. Ne? Ich habe jetzt auch nur 2 matte Töne und einen Schimmerton auf dem Auge. Das ist ziemlich cool. Ja, also das einmal dazu. Nochmal so als Erklärung zu Influencer-Events generell, ne? Dass ihr halt Bescheid wisst. Es gibt natürlich Events, so keine Ahnung von richtig krassen Sachen, die, weiß ich nicht, wenn das jetzt um irgendwelche Konzerne oder sowas geht und die dann halt quasi Influencer dafür einladen, dass sie Werbung machen, die Influencer hatten vorher, aber vielleicht unbedingt nicht unbedingt irgendwas mit der Firma zu tun und die können auch jetzt nicht irgendwie durch Affiliate-Einnahmen oder so quasi ja, Geld verdienen, dann werden die teilweise dafür bezahlt. Also da denke ich zum Beispiel an irgendwelche Autokonzerne oder sowas. Also wenn die halt sowas machen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann halt auch Leute da einladen und denen halt dann auch entsprechend Geld bezahlen, dass sie da sind. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Fancy oder Elm nehme. Ich glaube, ich nehme Fancy für den Innenwinkel, aber den setze ich mir schon mal hier direkt ins innere Drittel drauf. Genau. Wobei, nee, dann nehme ich Elm für den Innenwinkel, glaube ich, weil der ist noch ein bisschen heller. Ich glaube, das funktioniert dann noch besser. Genau, also das ist halt nochmal eine andere Art von Influencer-Events, ne? Aber unterm Strich, die Firmen, mit denen ich so zusammengearbeitet habe und wo ich auch auf Events war oder so, die haben es halt schon im Sinne der Zuschauer gemacht, ne? Dann bekommt man ja auch immer wieder als Content-Creator, ich mag dieses Wort Influencer nicht so gerne, aber als ne, Influencer-Content-Creator die Möglichkeit, Sachen zu verlosen. Ich kann zum Beispiel in diesem Video auch 2 Boxen verlosen, eine von Monique, eine von der lieben Simone. Ne, die Teilnahmebedingungen dazu stehen in der Infobox, da kannst du gerne mal reinschauen.
Denn die haben wir mitbekommen. Es wurde gesagt, wenn wir möchten, können wir auf dem Heimweg diese Boxen verstecken. Dann hätte ich die vielleicht im Zug lassen müssen. Aber ich habe halt jetzt gedacht, okay, nee, ich glaube, das macht relativ wenig Sinn, weil es schwierig ist. Ne? Also mein Weg war jetzt nicht so verzweigt oder so. Wäre ich jetzt mit dem Auto gefahren, wäre das wahrscheinlich nochmal eine andere Sache gewesen. Aber ja, also das war halt ein bisschen entspannter, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das dann in Ruhe zu Hause oder so. Das geht jetzt auch nur 24 Stunden, ne? Also geht nicht allzu lange. Deswegen schaut in der Infobox vorbei, da ist alles aufgeschrieben, was man, ne, machen muss und so weiter. Genau, so, jetzt ziehe ich mir mal eben einen Eyeliner und dabei kann ich nicht allzu viel reden, deswegen, ne, kommt da jetzt mal drauf, das ist hier von Beauty Bakery, der Lollipop Liner. Ja, und im Großen und Ganzen, finde ich persönlich, ist ein Influencer-Event auch immer noch so zu sehen wie eine Geschäftsreise. Also das ist tatsächlich für mich ja auch wie eine Geschäftsreise, weil ich dort eben von einer Firma entsprechend eingeladen werde, um dort eine Promotion zu machen oder im Vorhinein, im Nachhinein, wie auch immer, oder um dort etwas zu lernen. Und genau, also das darf man halt wirklich nicht vergessen. Das, was ihr dann natürlich auf Social Media seht, was ihr dann in den Stories seht, was ihr in einem Vlog zum Beispiel auch manchmal seht und so weiter, ne, das ist ja auch so ein bisschen der Flow, der vermittelt werden möchte oder soll oder wie auch immer. Ich mache das ja immer relativ realistisch, dass ich dann auch immer wieder diese Sit-Down-Momente habe, genauso wie das auch eine Amelie macht, genauso wie das eine Nicole macht oder auch eine Melli, ne, wenn wir dann halt unsere Vlogs hier online stellen. Ich denke halt da wirklich eher an die ganz, ganz großen Firmen, wo halt auch mehrere zig Influencer dann auch eingeladen sind, die dann da, wenn man dann aber wirklich mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, die ganze Zeit auch Content produzieren. Das darf man nicht vergessen, ne? Klar machen die dann auch immer wieder diese gemeinsamen Reels oder Stories oder sonst irgendwas, die connecten sich aber auch. Das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist im Prinzip auch alles sehr, sehr beruflich. Ne? Das wirkt so nicht immer, aber es ist es. Und auch wenn die dann halt so Content zeigen und, ne, die Produkte präsentieren oder wie auch immer sich dann irgendwie an den Pool legen und dann vielleicht das Produkt dann auch dann noch irgendwie rein zufällig mit dabei haben oder so. Das ist alles Arbeit eigentlich. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Natürlich ist es eine etwas andere Arbeit als die Arbeit, die man in einem klassischen, bekannten Job so macht. Ne? Andererseits ist es halt eine Arbeit, die man permanent macht. Also wenn ich mich halt auch einfach mal so ein bisschen beobachte, wenn ich auch auf diesen Events bin im Sommer zum Beispiel, wenn wir dann irgendwo in den Süden geflogen werden oder so, da bin ich ja die ganze Zeit am Handy, die ganze Zeit bin ich an meiner Kamera ich rede die ganze Zeit mit den Menschen. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich auch wirklich so, das merke ich richtig, dass ich einfach voll bin. Ich bin leer, ne? Also das kann man so und so sehen. Aber ich bin dann wirklich voller neuer Eindrücke und leer von, ich kann nicht mehr reden. Also das ist wirklich intensiv und ich habe jetzt ja auch schon in meinem Leben die ein oder andere Geschäftsreise mitgemacht, das ein oder andere berufliche Event erlebt. Und es ist im Prinzip nichts anderes. Ne? Also deswegen finde ich das manchmal ein bisschen unfair halt, wenn man dann auch so Sticheleien bekommt oder wie auch immer. Ich meine, ich muss mich ja natürlich auch in meinem Familien- und Freundeskreis oft genug darüber erklären. Ich habe letztens auch noch zu meiner Schwägerin gesagt, die Lehrerin ist, Mensch, das wäre doch richtig cool, wenn ich mal bei dir in die Schule kommen könnte und da ein bisschen was über meinen Berufsstand so erzählen könnte, weil es halt so viele gibt, die als Berufswunsch angeben, Influencer, Content Creator, was auch immer, Instagramer, YouTuber zu werden. Also ich möchte gerne Aufklärung betreiben und meiner Meinung nach sollte man halt erstmal einen klassischen Beruf erlernt haben, sodass man irgendwie auch eine gewisse Vorkenntnis hat. Denn du machst ja keine Ausbildung zu einem Influencer oder zu einem Instagrammer. Du kommst da halt so rein. Das ist ja auch ganz cool so, ne? Dass du da auch die Möglichkeit hast, mit wenig Equipment, mit wenig Vorkenntnissen, Videos oder Bilder zu posten.
Aber was dann letztendlich als Rattenschwanz hinterherkommt, ist etwas, was viele schnell überfordert, was ja auch verständlich ist. Also hätte ich zum Beispiel jetzt nicht meine vorige Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich mit all den steuerlichen Themen und all den ganzen, ja, auch Einkauf, Verkauf, Buchhaltung, ne, diese ganzen Sachen, dann wäre ich so aufgeschmissen gewesen. Und man hat das Glück, dass es doch einige Influencer-Kolleginnen und Kollegen gibt, die einem dann unter die Arme greifen und die einem so ein bisschen auch was erklären, die einem einfach auch sagen, wie man was zu machen hätte, theoretisch, steuerrechtlich oder halt auch buchhalterisch, ne? Die dann da auch schon ihre Erfahrung gemacht haben. Aber du hast jetzt nicht, wie damals, als ich halt Industriekauffrau geworden bin, da gab es halt einen Ausbildungsrahmenplan, es gab, was muss man für den Beruf alles wissen, welche Kenntnisse muss man erlernen und so weiter, und dass man halt vorsichtig rangeführt wurde. Denn als ich jetzt zum Beispiel die Steuerprüfung gehabt habe Anfang des Jahres, war ich sehr, sehr froh, dass ich immer alles schön mit meinem Steuerberater gemacht habe und halt da auch immer sehr korrekt war, immer gut meine Steuern gezahlt habe und so weiter und so fort. Und halt jetzt nicht so mega krass auf die Nase geflogen bin. Und das geht aber vielen anders, ne? Dass die dann halt so, wie, ich muss überhaupt Steuern dafür zahlen, wie, PR muss versteuert werden, wie, das geht so nicht, wie ich das mir vorgestellt habe. Oh, was mache ich denn bloß? Ne? Das ist wirklich eine Sache, die fehlt noch und die muss definitiv irgendwie verbessert werden. Und natürlich halt so ein bisschen auch die Blauäugigkeit, die den Menschen genommen werden muss, dass das Ganze nicht mehr so idealisiert wird, romantisiert wird, so heißt das, genau, das ist das Wort. Ich meine, gut, ich wollte damals halt auch immer Prinzessin werden, ne? Das war auch immer mein Berufswunsch, aber ich glaube, mit den Pflichten einer Prinzessin wäre ich persönlich auch nicht so unbedingt klargekommen, ne? Nee, ich glaube, das wäre auch nicht meine Welt geworden. Dementsprechend, ja, das versuche ich immer den Menschen so ein bisschen zu erklären, zum Beispiel auch meiner Nichte das zu erklären oder halt auch den Menschen in meinem Umfeld, die dann sagen, Mensch, mein Sohn, meine Tochter möchte super gerne Influencer werden, kannst du den oder die nicht mal an der Hand nehmen? Dann sage ich, ja, schick die oder den erstmal zu mir, kann ein Praktikum machen oder kann mir einfach mal einen einzigen Tag über die Schulter gucken. Ja, genau. Und das habe ich wirklich mal überlegt, weil klar, euch kann ich immer wieder so die Sonnen- und Schattenseiten des Influencer-Daseins erklären. Mir persönlich wäre es halt super wichtig, wenn ich da halt einfach auch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben könnte und das Ganze halt nicht immer nur so rosa-rot rüberkommt, weil dadurch entstehen auch diese Kommentare, die dann auch geschrieben werden, so nach dem Motto, oh mein Gott, schon wieder ein Influencer-Event, oh mein Gott, schon wieder, dass die da alles in den Hintern geschoben bekommt und oh Gott, versinkt die nicht so langsam mal in den ganzen Produkten, ne? Das ist halt ein Gefühl, was aufkommt, was ich aber gerne vermeiden möchte, weil es einfach nicht richtig ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich sehr, 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 sehr viel von den Sachen, die hier reinkommen, weitergebe. Sie werden gespendet, sie werden an euch verlost, en masse. Also ich mache ja so viele Verlosungen, ne? Und dann tut es mir manchmal so ein bisschen weh, wenn ich dann halt auch so Nachfragen bekomme. Also wirklich jeden Tag ungefähr eine Person fragt mich, ob ich ihr irgendwas schenken kann. Und das geht nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich mache halt die Verlosung, damit das immer fair bleibt, dass alle die gleiche Chance haben. Und ja, ich kann hier nicht einfach so random irgendwelche Sachen verschenken. Das liegt halt auch außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, weil ich möchte ja auch alle gleich behandeln. Das heißt, wenn ich dieser einen Person was schenke, müsste ich ja allen was schenken. Und wenn ich dann ja mindestens eine Anfrage am Tag dazu bekomme, mal 365, ne? Und wenn dann noch irgendwer mitbekommt, oh, die haut einfach so raus, ohne dass man Verlosung macht, dann wollen noch mehr und mehr und mehr, dann entsteht Neid oder sonst irgendwas. Das möchte ich nicht. Deswegen mache ich hier wirklich von Herzen gerne auch sehr, sehr viele Verlosungen. Mache immer gerne sehr, sehr viele Menschen glücklich damit. Möchte aber wirklich, dass es fair bleibt. Also das ist mir halt auch so ein Herzensanliegen. Denn natürlich kommt es so rüber, gerade wenn man ja auch in diesem konsumorientierten Bereich als Influencer oder Content Creator tätig ist, als hätte ich einfach alles und könnte, ne, und wird das alles so geschenkt kriegen. Nee, also alles muss ich schon versteuern. Das heißt, ich zahle da schon Geld für. Und dann ist es auch noch so, dass ich ja halt nicht jedem dann auch gerecht werden könnte. Deswegen finde ich das auch irgendwo fairer, das so zu machen, dass man dann halt gezielt die Verlosung macht. Also gezielt ist gut, dass man halt
gebündelt diese Verlosung macht. Ne? Also dass ich halt quasi sage, so, da mache ich jetzt hier eine Verlosung, wie in diesem Video, wo ja sogar zwei Boxen verlost werden. Oder wo ich dann halt in anderen Videos sage, komm, kompletter Adventskalender wird dann verlost. Und deswegen, also da versuche ich auch wirklich so viele Menschen, wie es nur geht, glücklich zu machen. Und ich glaube, allein dieses Jahr habe ich schon ungefähr 300 Verlosungen gemacht oder so. Also das ist immens viel. Und ja, dann denke ich halt auch noch dran, okay, jetzt kommt bald auch vielleicht, hoffentlich, ich hoffe es, es wäre schön, die 40.000 Abonnenten-Verlosung, ne? Da habe ich halt auch schon ganz schön viel für gesammelt, dass dann da halt auch richtig rausgehauen wird. Also da wird es 40 Gewinner geben. Und ja, deswegen, da versuche ich hier wirklich dann allen gerecht zu werden. Aber du kannst unterm Strich nicht jedem gerecht werden, ne? Mensch, es war jetzt so mal ein richtiges, ich setze mich hin und quatsch mir ein von der Seele Video. Blend euch dann ein bisschen was mit ein, dass ihr dann auch so einen kleinen Mini-Vlog mit dabei habt. Und wie gesagt, ich habe alle Produkte und dann auch nochmal die Codes, die ich jetzt gerade auch so genannt habe. Sowohl von Dalton mit Super Claudi 20% Rabatt aktuell, ne? 25% auf die Boxen von Mösi und Monique. Dann von Purish, Claudis Welt 15 für 15% auf die Collection Site und auf Carla Cosmetics und von Look Fantastic mit Claudi Welt auf eigentlich alle Produkte oder auch Abos, ne, den maximalen Rabatt. Setze ich euch auch nochmal in die Infobox, dass ihr dann nochmal in Ruhe nachgucken könnt, weil ich weiß, ich habe hier so eine kleine Berieselung gemacht. Vielleicht ist die eine oder andere sogar eingeschlafen, also gute Nacht an dieser Stelle. ja, und da könnt ihr nochmal in Ruhe nachschauen. Okay, also. Das wollte ich einfach nur mal losgeworden sein und ich hoffe, ich habe euch hier ein bisschen unterhalten können. Wenn dem so ist, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.